Da bin ich wieder mit Let's Play Resident Evil HD Remaster, Folge 17 inzwischen. Und nachdem wir Richard hier den Shot gegeben haben, gucken wir uns mal die Zimmer da hinten an. Er sprach von einer großen Schlange. Ob wir die hier schon finden, mal sehen. Ich höre Schritte und da habe ich es kurz noch gesehen. Heiliger Bimbam, ey. Ich habe nichts zu verbrennen, deswegen wird der. Ich werde auf Zombies im Prinzip, werde ich jetzt nicht mehr erschießen, außer sie sind irgendwie an Spots, wo ich öfter hin muss. Okay, was ist hier noch so? Mal gucken. Ist noch rot, ist also noch viel zu. It's too dark. Ist hier ein Kamin? Achso, die Kerze hier kann ich vielleicht anzünden. Kann ich hier irgendwas? Too dark to see much, Alter. Was soll denn das schon wieder? Ja, den wollte ich anzünden. Geht das nicht? Doch, jetzt geht's auf einmal. The fuck, Alter! Jetzt muss ich den erschießen. Treffe ich überhaupt? Doofe. Den Kopf schießen. Das ist so ein Käse, ey. Kopf will ich schießen. Wie viele Schüsse habe ich denn noch? Jetzt steht er doch dann wieder auf, ey. Immer das gleiche. Naja. Noch ein Magazin. Kann jetzt auch die letzten zwei Schüsse auf ihn verballern. Ich will es nachladen. Okay. Weingläser. Hochinteressant. Achso, ich kann ja gucken. Er ist immer noch rot. Irgendwas ist hier noch. Steht noch so viel Zeug, ey. Davon denkt man, müsste man noch was angucken können. Ah, hier, der ist zu verschieben. Sehr schön. Vielleicht dann in die andere Richtung. So ist das. Mo! Du Penner. Der sieht ein bisschen größer auch aus. Steht der garantiert auch noch mal auf. Halbe Höhe geht halt nicht. Wie sieht's denn eigentlich aus, ey? Meine Lebensenergie ist eigentlich auch am Arsch. Ich werde mal lieber nehmen, ey. Will you take the musical score? Okay, ich kann mich an ein Grammophon erinnern. Nicht kommen, ich wollte es schon. Wollte es examinen. The beginning and the last sections of the music are missing. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass da ja dieses Grammophon im Zimmer mit dem
der im Feuerzeug war. Okay. Mehr ist hier nicht, denke ich. Ist jetzt grün. Jawohl. So, der Zombie wird jetzt hier noch sein. Ne, wo ist er? Keine Ahnung. Shield haben wir noch nicht. Okay. Dann haben wir das hier erkundet. Vorerst. Das ist unser guter Mann. Dann müssen wir das erstmal liegen lassen. Okay, da ist noch ein Raum. Wo ist der? Hinterm Kamin. Das war auch nicht, das war Helm. Okay. Die Tür wollte ich jetzt noch. Eigentlich ganz praktisch. Das ganze Internet beschwert sich, dass der Mauszeiger nicht rausgepatcht wird aus dem Spiel. Aber jetzt so fürs Let's Play zum Zeigen ist es ja für mich jetzt gerade mal wirklich praktisch, immer mal auf der Map was zeigen zu können. Also können Sie ruhig drin lassen, den Mauszeiger. Wobei es natürlich auch bei mir nur so gut geht, weil ich zwei Monitore habe. Wenn man jetzt nur einen Monitor hat, kann ich mir das schon nervig vorstellen, wenn an irgendeiner Ecke immer der Mauszeiger ist. Okay, die Tür konnte ich auch öffnen mit dem Armor Key. Wunderbar. Sehr atmosphärisch. Ein Außenbereich. Geil, wie wir in den Schritt reingelaufen sind. Das müssen wir gleich nochmal wiederholen. Oh yeah. Okay. So. Eine Pflanze, ein Glastisch. Kommt auch irgendeine Scheiße gleich. Da unten ist der Eingang. Sind wir hier vorne quasi? Ne, wir sind hinten. Oh ja, Dagger ist immer gut. A foliage plant. Oh. Da ist der Raketenwerfer. Ne, wie Granatenwerfer. Was war das jetzt für eine Reaktion? Okay, der wacht halt auf, wenn wir den Granatenwerfer nehmen. Aber ich nehme natürlich trotzdem. Ich will den da nehmen. Ja, Mann. Ja, der wacht doch auf, ey. Ich kann ihn aber auch nicht verbrennen. Ist immer noch rot. Aha, weil hier noch zwei Pflanzen sind. Hä? Ich kann gerade nichts machen. Es lohnt sich nicht. Der läuft extra schnell. Ach, guck mal, das ist ein Stars-Mitglied von uns auch. Hab leider nichts zum Verbrennen jetzt. Steht bestimmt nochmal auf. Wie viele Schüsse noch? Zwei. Scheiße, Mensch. Mensch, 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 Mensch. Oh, schon auf Caution, Alter. Scheiße hilft ja auch immer nicht. Ist er jetzt mal down, ey? Der so ab. Wird das Kraut auch noch fressen jetzt? Oder? Nee, mach ich nicht. Das ist Verschwendung. Ist jetzt wenigstens grün hier? Ja. Okay. Eureka, Granatenwerfer. Gefunden. Das heißt, es ist Zeit mal wieder zu speichern, würde ich vorschlagen. Der nächste Speicherpunkt ist, was ist immer schneller?
Ja gut, dadurch, dass ich da noch einiges erkunden muss, gehe ich mal zu dem Linken. Der passt dann besser zum Fortschreiten. Okay. Ich feuer jetzt allerdings nicht den Granatwerfer auf die Glitzerurne unten ab. Das wäre Overkill. Mal prüfen, wo der ist. Der scheint gegenüber zu sein. Da ist er wieder. Ach, naja, wenn der immer da ist, kann man sich da wenigstens gut darauf einstellen. Nichts dagegen. Jetzt müssen wir nur noch an dem hier vorbeikommen. An dem Lurcher, wo ist er? Ah, der ist gleich hier. Oh, jetzt hätte ich die Chance. Schnell, lauf, 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 lauf. Yes! Haha! Da hat er gerade in der Wand gehangen. Wunderschön. Wunderschön. So, okay. Dann schauen wir mal. Die Frage ist jetzt vielfältig. Also das brauchen wir schon mal nicht, denn wir haben kein Kerosin. Okay, die Noten würde ich sagen, brauchen wir jetzt auch noch nicht. Das Kraut würde ich ja gern kombinieren. Wir hatten noch ein rotes, ne? Großartig. Dann nehmen wir das als Energie mit und den Granatwerfer. Den brauchen wir wahrscheinlich dann für die Schlange oder so, wenn wir auch auf die stoßen sollten. Okay, dann werde ich jetzt speichern und werde dann die Folge auch schon beenden, weil ich die Aufnahmesession jetzt auch beende und ich muss ja dann am Ende der Aufnahmesession ohnehin immer speichern und das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt noch mit euch in ein, zwei weitere Räume gehen würde. Insofern, danke fürs Zugucken. Das war immerhin schon Folge 17 und Speicherplatz 13 von Let's Play Resident Evil HD Remaster und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahmesession und ihr euch hoffentlich auch auf die nächste Folge. Bis dahin, euer Dread Fury.